Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute auf meinem zweiten Account Nina Pine Song eingeloggt, denn wir starten heute ein kleines Experiment. Und zwar werde ich mich gleich, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf dumm stellen und andere Spieler irgendwelche komischen Fragen stellen, die ein Anfänger vielleicht stellen würde, der sich noch nicht ganz so gut auskennt und vielleicht das Spiel zum ersten Mal spielt. Keine Ahnung, wie das gleich ablaufen wird. Fragt mich übrigens bitte nicht, wie ich aussehe. Ich habe absolut keinen Plan. Also, warum auch immer ich keinen Sattel anhab, ich weiß es nicht. Und genau, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal auf jeden Fall abholen, denn wir müssen ja auch wie ein Anfänger aussehen. Und im Moment tun wir das leider noch nicht. Deswegen werde ich mir jetzt mein Anfangspferd holen und mich in meine Anfangsklamotten begeben. Ich glaube, die habe ich sogar noch alle in meinem Schrank. Das ist ganz praktisch. Ach ja, Leute, ich habe mir übrigens mittlerweile ein paar Pferde gekauft. Also, ich würde liebend gerne im Moment auf dem reiten. Aber leider Gottes findet man dazu absolut kein gutes Outfit. Beziehungsweise im Moment. Deswegen muss ich da nochmal ein bisschen weiter leveln. Auf jeden Fall holen wir uns hier jetzt Hoopala, Snowflake. Und wir werden uns jetzt mal, wie gesagt, unsere Anfangssachen aufsetzen. Das wird jetzt mega wild. Das wäre einmal das Oberteil, glaube ich. Genau. Die Satteldecke, der Sattel, die Trense, heißt es Trense? I don't know, die Hose, der Helm, die Schuhe. Ach, ist das wunderschön, es ist wunderschön. So, und noch eine andere Frisur. So, Leute, wie fangen wir jetzt an? Ich glaube, ich würde erstmal vielleicht nach Moorland reiten, weil im Moorland, ne, rennen ja, denke ich mal, die meisten Anfänger rum. Wir wollen ja, dass es glaubwürdig ist, ne? Ich esse hier nebenbei mal so ein bisschen meine Reiswaffel. Dieses Pferd reitet einfach langsamer als, weiß ich nicht, sonst irgendwas. Boah, Junge, ich muss erstmal aufkommen, bevor ich hier weitermache. Ey, das ist ja anders nervig. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich frage. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall irgendwen hier mal suchen, der hier gerade zufällig rumsteht. Wenn die mir bitte nicht alle wegreiten. Nala, come on, hier. Hi, hi, hi. Und sie reitet weg. Mega, wow. Hallo, nicht. Nein, 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 nein. Warum reiten alle weg? Stopp, Rudi. Stopp. Hallo, 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 hallo. Was ist denn mit den allen? Warum reiten die alle weg? Hey, bitte reit nicht weg. Ich habe eine Frage. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine kurze Frage. Okay, was ist? Oh, ach du Scheiße. Die hat richtig Lust auf jeden Fall. Wo komme ich nach Ort? Rudi, ich glaube, die hat absolut gar keinen Bock auf uns. Also, please not, Alter. Folge mir. Ich folge dir. Okay, sie hat doch vielleicht ein bisschen Bock. Süß, wie sie die ganze Zeit auf uns wartet, weil wir einfach zu langsam sind. Jetzt den Weg dort lang. Danke. Wir suchen jetzt unser nächstes Opfer, denn, ich weiß gar nicht, was ich jetzt fragen will. Wir können ja mal so fragen, keine Ahnung. Postkasten? Nee, wo ist Briefkasten? Wo ist der Briefkasten? Einfach so richtig unnötige Fragen, die so richtig unnötig sind. Genau, es gibt richtig Sinn. Aber wenn wir nur nicht so langsam wären, ey, das ist ja mal so absolut nervig. Wir fragen sie, Anne, it's me, eine Frage. Frage. Brudi, bitte antworte mir, bitte lass mich nicht hängen. Ja, die haben auf jeden Fall alle richtig Bock auf mich. Also, wow. Hallo. Dieser Chat, ey, das ist so peinlich. Kann ich dich etwas fragen? Ja. Wo finde ich den Brief mit E-Kasten? Rechtschreibung ist on point auf jeden Fall. Komm mit. Ah, da ist er doch, der Briefkasten. Tut mir so richtig so. Oh, danke. Endlich habe ich ihn gefunden. Ja, also wenn hier nicht genug Leute sind, ja, dann weiß ich auch nicht. Oh, was macht sie denn da, Alter? Oh, Gottes Namen. Ich will irgendwen haben, der so ein bisschen alleine steht. Ich will nicht irgendwen von der Koppel da nehmen. Die denken alle, ich habe irgendeine Störung. Josefina. Rudi, bitte antworte mir. Hallo, Josefina. Sie ist safe auch auf Cover wetten. Hi. Oh Gott, was frage ich? Ich frage sie jetzt, wo wir uns einen Club erstellen können, weil wir stehen ja genau davor. Wo kann ich einen Club? Eröffnen, Leute. Sie da im Hintergrund auch richtig wild, Alter. Wow. Das ist so peinlich. Jetzt so richtig. Oh. Oh, lol.
Danke. Wer ist unser nächstes Opfer? Okay, hier finden wir auch safe irgendwie. Ich dachte, hier ist mal so viel los. Wo sind denn alle? Hallo? Ist irgendjemand da, der mir helfen kann? Bitte, bitte. Hi, hi, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Wo kann ich mir Pferde kaufen? So richtig dumm wieder, weil wir genau davor stehen. Hallo, kommt da noch eine Antwort? Hello, it's me. Can you please antwort me? Okay, danke. Dann weiß mit scharfem S ich jetzt Bescheid. Oh Mann, Alter, dieses Video ist absolut komplett lost. Was fragen wir als nächstes? Ich weiß es nicht. Hier ist ja absolut gar keiner. Doch, da. Nein, was fragen wir? Ach du Scheiße. Brudi, bleib mal bitte stehen. Alter, ich raste hier noch irgendwann aus, ne? Junge, bleib doch mal bitte stehen. Ey, ich krieg hier Aggressionen, wenn die mal bitte einmal alle stehen bleiben würden. Hallo, 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 hallo. Oh, Eris, bleibt stehen. Kann ich dich etwas fragen? Ja, klar. Und was frage ich jetzt? Scheiße, was frage ich jetzt? Wo weißt du nicht mehr? Ja, chill mal kurz. Frisuren kaufen. Junge, fällt gerade absolut nichts Besseres ein. Komm mit. Ich komme mit. Danke. Oh, danke. Ich weiß es endlich. Die denkt sich so. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Bitte geh. Bitte rede nicht mit mir. Ist ja auch dumm. Jetzt steht die da und wundert sich, wieso ich da nicht reingehe. Gottes Namen. Ah, Leute, an alle, die immer fragen, wo ich meine schwarze Reithose habe, ne, die gibt's hier. Weil mich das immer richtig viele fragen. Hier gibt es sie. Ich habe jetzt so Schuhe an, aber die Socken sind auf jeden Fall da drunter. Oh, hier sind zwei Leute. Hiepe! Hier, Ariana, die wollte ich vorhin schon fragen. Hallo. Ey, die hat halt absolut keinen Bock, da reitet sie einfach weg, ne? Zara. Zara sieht voll nice aus, aber Zara. Oh, Zara, hört auf uns, was fragen wir? Scheinkleister. Scheiße, was frage ich? Wie kann ich mir neue Reitsachen kaufen? Komm mit. Ich komme. Oh, wow. Wir haben endlich unser Ziel erreicht. Vielen Dank. Warum antwortet sie mir nicht mehr? Die mögen mich alle nicht, alle. Ich sag's euch. Immer wenn eine Münze über Leuten ist, kannst du sie anklicken. Du kannst dann Sachen kaufen. Oh, danke schön. Das ist eine süße Antwort. So, Leute. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Minuten ich dieses Video schneiden werde, aber es geht gerade knapp 26 Minuten. Wir stellen uns mal hier oben hin für die Abmoderation. Den Stern will ich jetzt nicht haben, danke. Auf eine Klippe und wir schweben in der Luft. Wow. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen unterhalten. Ich fand es eigentlich ganz lustig, mal so zu sehen, wie die anderen so reagieren, wenn hier so ein, weiß nicht, so ein unfassbar hübscher Anfänger angeritten kommt und irgendwelche Fragen stellt, die eigentlich total simpel sind für das Spiel. Aber naja, haben auf jeden Fall alle sehr, sehr nett reagiert. Die meisten sind zwar weggeritten, aber ne, ich glaube, an deren Stelle würde ich es auch, ne? Und ja, ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tschüss!